Wir haben es geschafft. Was haben wir hier? Schnell Nachname der Flinte. Nein, nein. Danke. Wo du das immer findest. Das ist unglaublich. Guck mal, ich hab kaum noch Munition. Ich hab mir so Energie, meine ich. Nein, aber du? Gott sei Dank. Das ist voll. Karabiner machen wir mal voll. Was habe ich denn da als zweites? Ah. Nein. Ja. Ah, das ist voll. Okay. Geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Ich weiß es nicht. Okay, die knallen sich alle gegenseitig. Wohin sollen wir? Zur Werkstatt zurück. Okay, los. Sollen sie sich gegenseitig abknallen? Do! So, weg damit. Oh, shit. Verletzte der Verbündeten nicht. Sorry. What the fuck? Ich wollte gar nicht, dass das geschieht. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Sieht aus, ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zum Mann, du sollst ja nicht reden. Bist durchgegangen. Sicher, Booker. Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder? Habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. So, nochmal. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slade. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss ihnen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Okay, ja. Wenn er euch mit Heu füttern könnte, dann würde er euch mit Heu füttern. Wenn er euch auf Stroh wetten könnte, ich hab Geld gefunden. Hopsa. Geht da ab. Dann blusen sie euch auf. Oh Gott. Man muss auch erstmal hier alles durchsuchen, bevor man... Was ist das? Einfach nur rot. Okay. Oh Mann. Dann lassen wir ihn auch nicht in Ruhe, ne? So, lass uns vor, vor, vor. Wenig jetzt. Ach, der da! Gewehr.
Fletcher ist tot. Jawohl. Nein, da steht er noch. Hier. Ich schaff's nie, den Kerl in den Rücken zu schießen. Jawohl, er ist fertig. Ganz schön ab. Ich hab Munition! Gewehr. Ist immer gut. Shit! Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Schalte den Zeppelin aus. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ja! Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Versuchen wir es mal zu machen. Halt ihn raus! Ah, fuck! Shit, da! Kurz warten. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Puh. Ist das der Antrieb? Motor zerstören. Zack. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Oh oh. Ganz schnell hier weg, ganz schnell. Shit. Ach so, dahin einfach. Einfach hier raus. Genial. Das Luftschiff.
Partys feiern. Das war unglaublich. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Die Tore sind offen. Holen wir uns ihre Köpfe. Aber echt, lass uns reingehen. Die Fabrik. Fitzroy will Blut sehen. Eins steht jedenfalls fest. Entweder sie oder Fink wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Handyman kann lalala nicht, wahrscheinlich nicht benutzen. Da leck! Was war denn das? Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt den Fink. Oh, was haben wir da? Hemd. Winterschild. Das Springen von oder an eine Skyline gewährt kurzzeitig Unverwundbarkeit. Was habe ich da? Erhöht die Magazine oder Waffen? Nee, danke. Büro. Was? Booker, ein Lockpick. Her damit. Was war das jetzt? Auf geht's. Wir sind zu Fitzroy. Was ist los? Du schaust immer so traurig. Ui, hier wird das ganze Vigor hergestellt. Das sind die Verkaufsautomaten. Wird einfach alles hergestellt, hä? Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Oh Gott. Maylin, Mr. Lin. Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht. Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Hm? Schon wieder. Hallo? Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Was hatten die für Probleme? Büro von Jeremiah Fink. Auf in den Kampf! Das könnt ihr nicht machen! Geh zur Fabrik und fordere das Luftschiff von das Luftschiff First Lady zurück. Was haben die jetzt für Probleme, bitte?